Die Frauen am virtuellen Brunnen im Monat Oktober 2020. Das ist die Fortsetzung vom letzten Monat, wo wir über den Brunnen gesprochen haben, aus der Sicht von Annas Hexagramm von I Ching und Human Design und so weiter. Und dann haben wir weitergesprochen in die Richtung. Und dieses Mal wollten wir uns treffen, um nochmal unsere persönliche Ideen und Erfahrungen mit dem Brunnen, mit dem Begriff und mit dem Ding Brunnen und Wasser zu ergründen. Bevor wir anfangen, wie immer, ein kurzes Check-in. Und ja, ich kann ja am besten anfangen. Ich bin wie immer die Heidi aus Italien. Es ist mittlerweile schon dunkel hier. Ich weiß nicht, ob da oben im Norden es auch schon dunkel ist. Die Tage sind noch sehr schön jetzt wieder oder wieder schön, wie im Spätsommer. Und ich bin draußen den ganzen Tag und es ist wirklich schön. Und ich habe einen kleinen Brunnen, einen kleinen Springbrunnen. Und zwar aus meiner Kinderzeit habe ich so eine Blechbadewanne. Und da habe ich drin ein kleines Springbrünnchen, was mit dem Solarpanel genährt wird. Und das ist irgendwie ganz schön, da immer zuzuhören. Macht mir Spaß. Und solange die Sonne scheint, solange geht es noch. Okay, und ich gebe weiter an Martini, weil ich mich freue, dass er heute offenbar voll funktionsfähig mit Bild und Ton da sein kann. Kannst du dich entstummen, Martini? Ja. Hallo, ich bin die Martini aus Kritzendorf bei Wien und ich freue mich, es klappt noch nicht ganz, weil ich habe keine Bilder von euch allen, nur von Heidi sehe ich. Ich habe heute auch etwas ganz Besonderes im Garten gesehen und zwar Gelände von Balkon saß ein Eisvogel, etwas ganz Rares. Und habe ich mich sehr gefreut, habe mich nicht getraut zu bewegen. Und dann hat mein Mann angerufen und dann habe ich aufstehen müssen und konnte ihn nicht mehr beobachten. Aber er ist mindestens 2 Minuten sitzen geblieben. Etwas ganz Besonderes, habe ich mich gefreut. So, ich gebe weiter an Anne Rose, Anne-Marie, Marie Rose. Ja, es ist bei uns noch nicht früh genug dunkel, dass ich um 7 Uhr schon hier drinnen wäre. Bei uns hat es nämlich ziemlich viel geregnet den Tag über und deswegen konnte ich erst spät raus und habe noch ein paar Stauden geschnitten. Ja, und bin jetzt ganz schnell reingeflitzt, habe mir noch die Haare geföhnt, weil die waren klatschnass, weil alles klatschnass ist draußen. Aber ich mag das auch. Wenn es nass und kühl ist, dann draußen im Garten zu sein, das mag ich. Ich gebe weiter an dich, Annalisa. Ja, ich hatte heute relativ viel Arbeit drinnen an meinem Computer, weil ich auch Computerarbeit mache. Aber ich habe trotzdem das schöne Wetter in München genossen und bin einmal durch einen Park gelaufen mit den bunten Blättern und habe mich vor einen Baum gesetzt und in die Baumkrone geschaut. Das war total schön nach dem ganzen Regen. Und morgen soll es angeblich wieder schlecht werden, also umso mehr denn diese kleinen Momente genießen. Weil der Herbst mit den bunten Blättern ist eigentlich meine Lieblingsjahreszeit und kommt gerne zu kurz, wenn es dann so kalt ist und man dann doch lieber kuschelig warm hat. Und ich gebe weiter an Birgitta. Ja, hallo. Ich bin heute eben ein bisschen rot, weil ich heiße eben inzwischen, weil die Heidi das gut gemacht hat, Birgitta und nicht mehr Marianne. Aber ich bin im Haus von meiner Freundin Marianne. Und das ist ein Haus mit einem wunderschönen Gemüsegarten und einem großen Garten rundherum, den wir heute auch noch genießen konnten. Wir haben da freitags oft Lesekreis und das waren dann auch oft die Freitage, wo ich nicht kommen konnte, weil ich das nicht überschneiden wollte. Aber inzwischen das Brunnenthema, das hat mir halt wirklich angezogen und nachdem ich auch mit vorgeschlagen habe, da weiterzumachen,
wollte ich halt wirklich gern dabei sein und jetzt leiht mir die Marianne ihren Computer und da ist so eine kleine Nachttischlampe daneben, drum bin ich so rot und rundherum ist es dunkel. Aber ich freue mich auf euch und freue mich, dass die Monja jetzt auch da ist und gebe weiter an Anna und Kerstin. Du musst dich entstummen am Computer. Ist die Anna verschwunden? Sonst geben wir erstmal der Monja weiter, bis die Anna da die Technik macht, okay? Okay. Japs. Mir leid, dass ich zu spät bin. Ist ja nicht meine Art sonst. Ich hoffe, ihr entschuldigt das. Ja, Martini sehe ich auch im neuen Bild. Das ist erfreulich. Wir hatten einen wunderschönen Tag in Wien, einen Sommertag. Ich habe am Balkon geschlafen, im Schatten. Also es ist herrlich in Wien derzeit. Und es geht mir entsprechend gut. Wir sind beschäftigt, eine Zoom-Gruppe aufzubauen in Wien. Und ich habe sehr lobende Worte über unsere Gruppen gefunden und als Vergleichslatte, in welche Tiefe man gehen kann, wenn man will und so weiter und so weiter. Ja. Wer war noch nicht dran? Wir zwei waren noch nicht dran. Okay, dann ihr beide. Dann überlasse ich das Wort Kerstin, oder? Ja, also ich kann mit euren vielfältigen, bunten Erfahrungen insofern nicht mithalten, als ich den ganzen Tag ziemlich eingesperrt war und in der Schule war, weil ich Unterricht hatte und dann noch Fortbildung, weil ich eine Montessori-Ausbildung gerade mache und da habe ich jetzt mathematische Inhalte gehabt gerade, und zwar von binomischer Formel bis Wurzelziehen, lauter so Gruselthemen, für mich jedenfalls Gruselthemen, sodass ich ganz verzückt bin von euren Eisvögeln, bunten Blättern, glücklichen, sonnenfrohen Nachmittagen zu hören. Ja. Ja, und ich bin die Anna und wir sitzen hier beide auf meiner Wohnzimmercouch in Gauting, das ist in der Nähe von München. Und ich bin total, also es war spontan eben diese Idee, Mensch, komm doch hier her und dann machen wir zusammen. Und aber die Frage eben, seid ihr damit einverstanden, eben, dass die Kerstin mit dabei ist? Dann kommt jetzt ein Nicken. Danke. Genau. Und ja, ich war heute Nachmittag nämlich auch in der Sonne. Ich war am Maisinger See mit dem Radl und der Gitarre und so weiter. Habe natürlich auch im Biergarten den Kiosk ausgenutzt, den die da immer noch offen haben. Ja. Wunderbar. Haben wir alle? Ja, ich glaube, wir haben alle. Du warst sozusagen an einem großen Brunnen am See. Ja, wunderschön. Das sind wir ja beim Thema. Was macht das mit dir, wenn du am See bist? Was ist das Tolle dran, da zu sein, am Wasser zu sein? Also in dem Fall war es jetzt, wenn du mich jetzt direkt fragst, die Stille von der Wasseroberfläche, weil das ist ein kleiner See, so ein Moorsee, der ist ziemlich zugewachsen. Und oben eben mit Blick von oben und die allmählich sich verfärbenden Blätter und die Ruhe, weil es ist wirklich... Es waren gar nicht so viele Leute, wunderschön einfach. Und vor allen Dingen diese Stille und dann Vögel, Enten, die dann anfliegen. Ja. Ja, danke. Ich wollte eigentlich nicht weiter moderieren. Es kam mir nur gerade so, was bedeutet uns Wasser? Und dann kommen wir dann an Brunnen auch. Ne? Wasser hat ja viele Erscheinungsmöglichkeiten und Seen, das zieht doch alle Leute immer an die Seen oder ans Meer oder ja. Dann bitte greift ein, wann ihr wollt, wenn ihr eine Idee habt, wenn es euch danach ist zu sprechen. Vielleicht könnte Martini, was ja die letzten Male immer technisch verhindert war, heute ein bisschen mehr erzählen. Und die Marie-Rose wollte auch. Soll ich? Ich sehe nicht, ob Marie-Rose will. Ich kann auch anfangen, aber Marie, was soll ich machen? Ja, anfangen? Ja, fang mal an. Okay.
Also wir haben das letzte Mal gesprochen von das Märchen von, glaube ich, von Frau Holle. Ja, und ich habe die Zeichnung gemacht, dass die total verzweifelte Frau oberhalb der Brunne ist. Und sie sieht in den Brunnen diese Formen. Das hat aber mit Frau Holle nichts zu tun. Ja? Der Blick in den Brunnen und den Sprung, wir machen müssen in den Brunnen, ist eigentlich der Sprung zu der Erleuchtung, dargestellt im Märchen von Frau Holle. Also die Frau Holle ist eigentlich eine gute Zen-Meisterin. Ja, und das ist, nur hätte ich noch, wenn ich dazu, ich habe nicht an der Frau Holle gedacht, ich habe eher an die integrale Integration gedacht. Und Heidi hat mir die Farben geschickt und da habe ich daran gearbeitet. Aber ich male auch noch, oder ich habe schon bei ein Märchenbuch über Zen-Erklärungen, habe ich Bilder gemacht von dieser total verzweifelte Frau, die in der Brunnen hineingesprungen ist und dann, wie sie dann unten ist, hat sie sozusagen die Versenkung bekommen und dann wacht sie wieder auf und kommt sie bei ihren Sinnen und dann geht sie durch die Jahreszeiten im Märchen. Und das ist eigentlich, dass sie als Bewusstwerdung tut, was zu tun ist. Und diese Frau Holle belohnt ihr dann auch noch, wie sie nach Hause, sie hat wieder Sehnsucht, nach Hause zu gehen. Und dann sagt die Frau Holle, dass sie das sehr schätzt, dass die Frau wieder nach Hause will. Und das ist unsere tiefste Sehnsucht nach der Einswerdung. Also das ist, was ich zu dem Märchen sagen möchte. Jetzt gebe ich weiter an Marie Roth. Ein Moment, ich habe das Bild mal kurz eingeblendet, nicht? Das ist ja jetzt ein fertiger. Wir haben es letztes Mal gesehen, da war der Esel noch irgendwie Zustand. Und ja. Jetzt ist es fertig, nicht? Ja, nee, ja, es ist, das Bild ist noch nicht fertig, aber es ist okay so. Fertiger. Und zwar symbolisch, wenn wir uns unsere Körper, wenn wir den zu sehr belasten, das ist das Symbol für den Esel. Der Esel kann man vollpacken und vollpacken und vollpacken und er trägt, aber er wird dann auch einmal stur und bleibt stehen. Und dann kommt er nicht, kann man eben nicht von der Stelle bringen. Und wenn wir uns zu viel bepacken und beladen, dann, das ist ein Symbol. Darum habe ich die zwei zusammengebracht. Also diese Frau ist total verzweifelt und das ist, der Esel lacht, weil ich habe nach diesen Erfahrungen gewusst, dass ich habe die Zeichen darin gesetzt, ein Viereck, ein Dreieck und ein Kreis. Das sind die Zeichen von Buddhismus. Dass alles, also dass das die materielle Form eigentlich nicht das Wesentliche ist. Dass darüber hinaus ist das Wesentliche. Und so habe ich mit diesen Farben, habe ich diese Frau auch angegeben am Quant. Eigentlich musste sie bewusst sein, aber sie ist noch nicht bewusst. Ja, aber sie muss noch hineinspringen in den Brunnen. Dankeschön. Das ist ein bisschen das, die Erneuerung im Brunnen, nicht? Oder die, das auch, ja, Monja, Rosia. Ich habe noch eine Frage dazu. Hat der Esel einen Heiligenschein? Ja, sowas, ja. Du, das sollte ein Bild für meine selbst sein, ein Selbstporträt, verstehst du? Und da habe ich mir selber einen Schein gegeben. Das geht nicht. Aber es entgeht uns nicht, ja, ja. Na, na, lieb. Okay, danke. Marie-Rose. Nein, ich kann jetzt nicht daran anschließen. Es muss jetzt jemand kommen, der irgendwie daran anschließen kann oder damit wir in Dialog kommen. Und nicht in einer neben den anderen. Ja, ich hatte versucht, schon mal daran anzuschließen mit dem Wasser.
das Wasser im Brunnen und diese Idee, dass wir, wenn wir ins Wasser steigen, entweder ist es ein Jungbrunnen, dann sind wir wieder jünger, oder wir sind geklärt und gereinigt und was auch immer. Das Wasser mit uns bewirkt, vor allen Dingen, wenn wir hineingehen und wieder auftauchen. Ich meine, die christliche Taufe ist ja auch irgend sowas, nicht? Mit wie in den Brunnen springen. Vielleicht findet ihr da irgendwie einen Anschluss. Ja, also für mich ist der Brunnen auch ein Symbol von Tiefgründigkeit. Also das ist etwas, was ich sehr schätze und also im Dialog auch sehr schätze, wenn es tiefgründig wird, wenn es philosophisch wird. Das ist jetzt wie auch eine Vorstufe vielleicht von Erleuchtung. Also erst gräbt man tiefer und in dem Moment, wo man loslässt, kann die Gnade der Erleuchtung kommen. Und im Brunnen sieht man ja auch sein Spiegelbild. Also wenn man reinschaut im Wasser, spiegelt sich das Gesicht. Genau, man kann darüber nachgründen vielleicht, was einem das sagen möchte. Also für mich war jetzt sehr prägnant diesen Satz von dir, im Loslassen kommt die Gnade. Vielleicht, weil auch Loslassen mein Thema ist seit längerer Zeit. Also das auch vom Buddhismus her, das Om Gate Gate Paragate, also immer weitergehen. Und ich habe mir jetzt gerade gefragt, ob dieses ans andere Ufer ankommen, ob das in den Brunnenspringern ist auch. Also in einem anderen Märchen eben. Dass du am anderen Ufer ankommst und ja, dort ist dann Gnade. Vor allem im Loslassen kommt die Gnade, hast du gesagt. Also das finde ich sehr schön. Das heißt eigentlich, indem du ziehst sie herbei, die Gnade, indem du loslässt. Wenn man das so sagen kann. Danke. Aber es ist ja auch, der Brunnen ist ja auch, das Hineinspringen in den Brunnen ist ja primär mal so auch furchterregend. Ich springe ja nicht einfach in einen Brunnen rein. Das ist ja dieses Wasser, was dann als See so, so ruhig und erfreulich wirkt. Im Brunnen hat es diese Tiefe, wie wenn man einerseits in sich selber reinspringt. Und das ist aber nicht so einfach, kommt mir vor. Also ich finde es nicht einfach, in einen Brunnen reinzuspringen. Und andererseits ist der andere Gedanke, also der eine ist es so in die eigene Seele durchzugehen, vielleicht zu dieser Gnade, von der ihr gesprochen habt. Und der andere Ding ist, dass ein Brunnen ja was Menschengemachtes ist. Und ich habe es ja sehr stark erlebt, dass wenn ich in einen Menschenkreis eintauche oder mich dazugeselle, das ist auch wie reinspringen in einen Brunnen, wo man gar nicht weiß, was passiert. Der Brunnen besteht aus den verschiedenen Steinen, da ist das Wasser und jede oder jeder trägt irgendwie bei zu dem, was in diesen Brunnenqualitäten, gerade wenn sie tiefgehend sind oder philosophisch oder seelisch, was da passiert. Aber mir war jetzt gerade im Augenblick dieser Durchgang, dass das eben wirklich auch was Riskantes ist, was man nicht so ganz einfach macht. Die Goldmarie von Frau Holle hat aus Not hineinspringen müssen, weil sie
hat ihre Lebensfaden verloren. Also die Bach-Marie hat dann erfahren, was für ein Glück die Frau gehabt hat, dass sie diesen Weg gegangen ist und wollte diese kalkulativ einspringen und hat das dann nicht. Die hat das Gegenteil gekriegt. Also die hat die Erleuchtung nicht erfahren. Also es muss schon unsere freie Wille total, es ist ein sehr mutiger Schritt, aber es ist eine Notsache. Nur in der Not kann man so einen Schritt machen, dass man nicht mehr weiter weiß. Weil ihre Finger waren blutig und das Bandel ist blutig geworden von vielen Arbeiten und sie wollte das waschen und dann ist es hineingefallen und ist sie zu die Stiefmutter gegangen und hat gesagt, du sollst hineinspringen. Und da war ihr nichts anderes mehr übrig. Also selber erfährst du das auch, wenn wir in Not sind, springen wir hinein. Wir tun das. Für mich bist du stumm. Ich höre nichts mehr. Nee, da ist so ein Unterschied zwischen Video. Das Video kommt sehr viel später als ihr Audio. Insofern sah es aus, als spricht sie noch, aber wir haben das schon alles gehört gehabt. Ich versuche mich gerade zu erinnern und es würde mich auch bei euch interessieren, wann seid ihr zuletzt gesprungen? In den Brunnen? Nee. Nein. Ich weiß schon. Ein Witz. Über deine eigenen Grenzen hinaus vielleicht, ja, würde ich es anders übersetzen. Doch, ich habe das tatsächlich mal erlebt. Das hat zwar nicht mit einer Erleuchtung geendet, aber ich bin tatsächlich gesprungen und das kam mir vor, wie in einen Brunnen zu springen. Ich war 38 Jahre alt ungefähr. Und mein Vater ist gestorben, da war ich 10 und er war 40. Und ich hatte mir irgendwie eingebildet, ich werde auch nicht älter wie mein Papa. Und ich konnte das lange Zeit sehr gut verdrängen, mir ging es gut beruflich. Und dann kam, ich weiß nicht wie, durch Magie immer mehr alte Erinnerungen aus meinem Leben hoch. Und ich habe dann eine Psychotherapie angefangen, die ich damals noch nicht so genannt hätte, weil das war ja peinlich, sowas macht man nicht. Also ich hatte mir praktisch Einzelsitzungen bei einem Therapeuten geholt. Ich hätte das damals vielleicht Coaching genannt oder so. Und es gab den Moment, wo ich das Gefühl hatte, boah, jetzt wird die Nummer aber heiß. Und ich weiß noch, ich stand in meinem Zimmer da und habe gedacht, naja, wenn du nicht älter wirst als 40, dann kannst du auch gleich dich dem Monster stellen, weil wenn du es nicht überlebst, dann ist es halt ein Jahr früher zu Ende, so ungefähr. Und ich bin wie gesprungen, weil ich hatte das Gefühl, hinterher ist mein Leben möglicherweise nicht mehr so, wie ich es gewohnt bin. Kein Stein bleibt auf dem anderen. Und das Risiko, dass sich alles verändert in meinem Leben, bin ich da ganz bewusst eingegangen. Aber es hat sich wirklich angefühlt, wie ich springe jetzt in einen Brunnen und ich weiß nicht, ob ich da lebend wieder rauskomme. Und das war tatsächlich diese Notsituation, dieses Gefühl, wenn ich nichts mache, werde ich vielleicht tatsächlich nicht älter wie 40. Das heißt, ich habe noch ein Jahr, anderthalb Jahre, zwei Jahre, ich weiß es nicht mehr so genau. Und also ich kann genauso gut springen und schauen, ob ich es überlebe. Und wie man sieht, ich habe es überlebt. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass ich damals gesprungen bin. Mut hat doch auch etwas damit zu tun, oder? Mut zu springen. Nicht aus Notwendigkeit, ja, das ist Verzweiflung, aber dass man doch auch den Mut aufbringt, zu springen. Also das möchte ich nicht übersehen haben. Ja, jetzt?
Jetzt aber, sie leuchtet immer noch gelb. Na, man probier's mal. Ehrlich? Könnt ihr mich jetzt schon hören? Ah, also tatsächlich mein tiefster Sprung war auch zu einem Zeitpunkt von sehr großer innerer Not, wo ich alleine auch nicht mehr weiter gewusst hätte, wo ich auch so eine Frau Holle auf der anderen Seite gebraucht habe, sozusagen, die mir entgegenkommt, so ein bisschen, um mich zu beruhigen einfach erstmal und zu sagen, trotz der Macht der bedrohlichen Gefühle, die dich da zu überwältigen scheinen, gibt es da in dieser Tiefe, es waren einfach auch sehr schwierige Gefühle, die mich wirklich sehr in die Tiefe gezogen haben, würde ich einfach sagen, gibt es ganz neue Seiten zu entdecken und dieses mich wirklich auf diese Tiefe auch in dieser Umfänglichkeit einzulassen und Sicherheiten auch loszulassen, also wirklich, wirklich zu spüren, was auch, welche Gefühle auch in mir da sind. Also Gefühle von, ich sage jetzt mal, wirklich Gefühle von Hass und ganz, also Gefühle, die ich in dieser Form früher nie gespürt hätte oder auch nie bereit gewesen wäre zuzulassen. Dass in diesem Moment von diesem Zulassen dieser neuen Wirklichkeiten, die man in diesen Tiefen, also die ich in diesen Tiefen gefunden habe, also das war, was war nochmal die Frage, wann ihr schon mal gesprungen seid. Ja? Also das war mein tiefster Sprung. Aber ich glaube tatsächlich, ich versuche eigentlich schon auch jeden Tag ein bisschen zu springen. Also schon auch diese Tiefe, die man mal so ausgelotet hat, jeden Tag so ein bisschen, nicht nur so ein bisschen, sondern eigentlich auch jeden Tag mitgehen zu lassen. Oder ich habe da jetzt kein gutes Wort dafür, aber auch im Alltags, in diesen Alltagsmomenten einzuladen, da zu sein. Alltagstiefe. Alltagstiefe. Ja, schon. Marie-Rose? Ja, Tiefe, aus der Tiefe schöpfen, das spricht mich jetzt noch mehr an als das mit dem Märchen, was doch eine ganz spezielle, eine spezielle Geschichte, Brunnengeschichte ist, ne? Dieses springen müssen, ne? Obwohl man das auch kennt, ich kenne das auch, ne? Aber für mich ist der Moment, wenn ich am Brunnen denke, erst einmal wirklich da aus der Tiefe schöpfen. Dieser Gedanke vom Brunnen und wofür ein Brunnen ursprünglich gemacht worden ist, ne? Um wirklich aus der Tiefe zu schöpfen und uns zu tränken, uns unseren Durst zu löschen. Und da habe ich im Moment, ich habe einen Kursus, so einen Online-Kursus von 4 Wochen, von 4-mal, bei der Terry O'Fallon mit ihren Entwicklungsebenen und ihrem Modell der Bewusstseinsentwicklung gemacht. Und da habe ich den Eindruck, jedes Mal, wenn ich sie höre, da kann ich auch tiefer sinken und kann ich aus einer Tiefe schöpfen, dass sie es wirklich vermitteln kann. Da sind immer so zwischen 80 und 100 Leute in den Zoom-Konferenzen und dass wir da gemeinsam aus einer Tiefe schöpfen und immer tiefer graben. Ne? Sie ist für mich im Moment da eine Person, die mich sehr stark beeindruckt und mir Hoffnung gibt, dass es da immer noch tiefer man was findet, was uns wirklich nährt. Ja. Martini, ich habe gesehen, du hast dich vorhin schon entstummt. Wolltest du was sagen? Oha, nein, Heidi.
Gut, dann mach dich das. Das habe ich nicht bewusst getan. Alles klar. Aber Anna ist dann jetzt dran, der, denke ich. Ja, das fand ich jetzt, ich fand auch das letzte Mal schon spannend, als da dieser Brunnen aufgetaucht ist, also das Märchen überhaupt. Und dann habe ich jetzt, ohne jetzt speziell nachzuschauen oder mich tief zu beschäftigen, mehr zu beschäftigen, kam mir aber trotzdem so ein bisschen so ein Unbehagen, hey, wieso bin ich da wie mit meinem kollektiven Thema gar nicht so angekommen? Also das Gefühl hatte ich. Und dann habe ich mir eben gedacht, Mensch, das sind ja die vier Quadranten eigentlich, wie wir die Brunnen, das Brunnenthema anschauen könnten. Und das, was ich eingebracht habe und wo ich jetzt einfach erinnern mag, und was ich faszinierend finde, ist dieses, der Brunnen ist ja selten für einen alleine, sondern das ist ja, der Brunnen ist ja immer für ein Dorf, der ein ganzes, also eine Gemeinschaft versorgen muss und überleben hilft. Also es gibt ja wirklich wie Brunnen vergiften und so. Also das ist ja wirklich auch Risiko und man muss Sorge dafür tragen, als Symbol eben, dass eine Gemeinschaft, ein Dorf oder eben eine Gemeinschaft überleben kann. Und da fand ich das dann wieder spannend, dass der Brunnen dann für mich in bezogen auf das Hexagramm 48, das ist ein kollektives Thema eben, sozusagen die Weisheit beinhaltet von einer Gemeinschaft. Und so steht es auch im I Ching vom Richard Wilhelm eben, also in dem ganzen patriarchalen Ursprünglichen. Und dann das zu verbinden mit diesen vier Quadranten, das fand ich jetzt eigentlich eine große Bereicherung, dass man das wirklich von diesen vier Dimensionen anschauen können. Das war jetzt so mein Impuls. Jetzt würde ich gerne darauf eingehen, und zwar die Goldmarie handelt für den ganzen Kosmos. Sie muss das Bett ausfedern, ausklopfen, und die ganze Welt bekommt dann Schnee. Und sie ist durch jede Jahreszeit gegangen und das hat sie alles gut gemacht. Also sie handelt nicht mehr nur für sich, sondern für aus der Erleuchtung heraus arbeitet sie für den ganzen Kosmos. Und das ist das Wunderschöne an der Tiefe von Frau Holle. Ja, auch dass sie ihr freiwillig gehen lässt, dass sie nicht will, dass sie bei ihr bleibt, sondern sie weiß, dass sie jetzt die Erleuchtete ist und die kann in den Kosmos hineingehen. Ja, das ist etwas sehr Schönes. Ich würde das gerne in Verbindung bringen. Der Brunnen, von dem ich jetzt spreche, ist ein wunderschöner Brunnen. Er beinhaltet jetzt sowohl das Schöpfen. Es gab eine Gelegenheit, da habe ich bei meiner Mutter Dienst gemacht, die schwer krank ist. Und da hatte ich unverhofft eine Stunde Ruhe in dem Nebenzimmer. Und da ist mir ein Text eingefallen. Und das ist ja wie Schöpfen aus dem Wasser. Das ist wie ein Geschenk. Und der Text, der geht mit mir, weil ich habe lange Zeit Probleme gehabt, mit einer höheren spirituellen Macht Worte zu finden, um in Kommunikation zu gehen. Und da sind mir Worte dafür eingefallen und ich habe so einen kleinen Text geschrieben. Und es war wie ein Geschenk aus dem Brunnen, was zu schöpfen, ganz unverhofft, dass da so schönes, süßes Wasser ist. Und dann war gestern in der Meditationsgruppe bei uns und die Woche davor oder das Monat davor ist mir schon eingefallen, ich könnte den Text dort mal lesen, weil da Leute sind, die den vielleicht verstehen. Und habe dann den Text mitgebracht und habe auch das Gefühl gehabt, das ist gut, den da zu lesen. Und habe den Text gelesen und im Lesen war irgendwie diese Kraft da. Und danach, wie die Meditation begonnen hat, war ich so richtig zweigeteilt. Einerseits war in mir so ein schwarzer Knödel, der gesagt hat, hui, was wird jetzt aus dem Text? Wie wird der ankommen? Wie ist das jetzt ganz schrecklich? Und so dieses Ego, was in mir so die... Und dann gleichzeitig die Weite, die durch den Text selber da war. Ja, das war, ich habe da die göttliche Macht, die Ewige genannt. Ja. Und diese Ewige war dann auch irgendwie präsent und hat das Ganze gelöst, wie eben eine große, weite Seeoberfläche. Und das ist dann auch später rausgekommen, dass das ankommen ist bei den Mitmeditierenden. Und da waren eben in mir diese zwei Brunnenqualitäten. Einerseits diese Furcht, was ist jetzt, wenn ich mit dem an eine, wenn auch kleine Öffentlichkeit gehe.
und gleichzeitig dann die Freude, wenn irgendwas Interessantes passiert. Ja. Und das ist ja, mir erinnert das auch, das schöne Bild von der Martini, das ist ja so eine ganz wunderschöne Qualität, wie sie uns da bereichert hat mit dem Bild. Jetzt hast du natürlich einen Köder gelegt, nachdem ich sofort schnappe. Hast du den Text bei der Hand? Du bist dumm, Birgitta. Ich habe den Text unten im Rucksack. Wenn ihr ihn hören wollt, dann kann ich ihn gern lesen. Als Abschluss vielleicht? Oder ja, genau. Oder meditieren? Oder? Du kannst den Text holen, bitte. Du bist entschuldigt. Genau. Geh mal und hol den Text, komm. Mich würde auch noch wirklich interessieren mit der Carrie O'Fallon, weil ich habe sie nicht, also ich habe noch nichts bei ihr gemacht. Was war der Titel des Seminars, Marius? Stumm, stumm, stumm. Ja, ja. Frontiers of Consciousness. Also sie fängt an, ja, es geht um den zweiten Rang und den dritten Rang. Ja. Das heißt, diese Grenzen zu übersteigen geht nur, indem man in die Tiefe geht, immer tiefer. Ja, immer tiefer, immer weiter. Ja, nach draußen die Grenzen öffnen, in den Raum hinein, immer weiter, ja, in den Kosmos hinein oder nach innen hinein, immer tiefer, über die Zellebene bis ins Quantenfeld hinein. Also so. Und sie hat auch Meditationen dazu angeleitet, ja. Und hast du auch das Gefühl, dass, also obwohl es ja nur online ist, dass man da trotzdem eine Tiefe erreichen kann. Ja, auf jeden Fall. Ja, das sehe ich nämlich auch so. Also. Ja. Ah, Birgitta ist zurück. Das. Ja, ich bin wieder da. Ich weiß nicht, ob es passt jetzt oder später. Wenn ihr ihn hören wollt, lese ich ihn gern. Aber ich warte auch einfach noch ab. Ich denke, das machen wir am Schluss als schönen runden Abschluss und dann können wir vielleicht noch ein, zwei Minuten Stille machen und dann in den Abend gehen. Ich bin immer noch am Denken, drüber nachdenken an das Dunkle und das Helle, also die dunkle Seite des Brunnen und die Tiefe, und die zur Erleuchtung führt. Und dann scheint mir auch zu sein, dass es ja auch Märchen gibt oder ich kann jetzt keins konkret benennen, aber dass, wenn man in den Brunnen springt und es dann unten plötzlich ganz weit wird und eine Landschaft sich auftut und dann irgendjemand da weiter was entdeckt. Ich weiß nicht mehr, wisst ihr, was das für ein Märchen ist? Ist dazu jetzt die ganze Zeit nur Alice im Wunderland eingefallen. Die springt zwar nicht in einen Brunnen, aber sie hinunter in einen tiefen Schacht. Ich weiß nicht, wie gut ihr damit vertraut seid, aber es ist eine meiner Lieblingsmärchen. Nicht nur, weil sie dann bei der Raupe, die auf diesem Pilz sitzt, dann vom Pilz isst und größer wird oder kleiner wird, also so die Psychedelika vorweggenommen hat. Aber ja, also nur sie kommt, also Erleuchtung habe ich mit der Alice im Wunderland eigentlich nie verbunden. Aber ich glaube, sie wird sich selbst über sich selbst klarer, dadurch, dass sie so viel ihre Gestalt wechselt und mit so merkwürdigen Figuren in Kontakt kommt, wird sie sich über ihre eigene Persönlichkeit klarer. Ist also meine Interpretation von Alice im Wunderland. Und ich würde das dann zurückverbinden zu dem, was ich sagte, man kommt, wenn man in den Brunnen springt, in ein neues Land. In ein unbekanntes Land, das man entdecken kann. Vielleicht sollten wir das in den Brunnen springen noch anders sagen.
in Aladdins Wunderlampe, das ist anders. Ja, der kommt nicht in dieses weite Land. Also näher ist mir die Alice im Wunderland. Aber auch der Aladdin geht in diesen dunklen, in dieses dunkle Erdloch hinein, tief über die Stiegen und kommt dann zu diesen wunderschönen Pflanzen, die sie dann herausstellen, dass das Edelsteine sind und die ihn dann im Endeffekt reich machen. Also es ist auch so ein Wunderland unter der Erde. Aber näher ist mir die Alice im Wunderland. Die ist ja nicht aus Notwendigkeit hineingesprungen oder gefallen in diesem Fall, sondern weil sie diesem weißen Kaninchen nachgelaufen ist, das da plötzlich bei ihr vorbeigesaust hat und gesagt hat, ich komme zu spät. Das heißt, Neugierde lässt einen auch in den Brunnen springen, in die Tiefe gehen, sagen wir mal so, anders als Brunnen, würde ich für mich schon auch sagen, dass ich also auch aus Wissensdurst oder aus Neugierde tiefer gegangen bin. Kerstin, ich höre dich nicht. Jetzt haben wir. Also es gibt ein Buch von einem Religionsphilosophen, das heißt Der Sprung in den Brunnen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch jemand von euch kennt. Es ist eigentlich eine Meditationsschule und erzählt von unterschiedlichen Symbolen, mit denen man in die Tiefe gelangen kann. Und es ist von Hubertus Halbfass. Und ganz spannend an dieser Geschichte ist die, dass, obwohl das Buch auch Der Sprung in den Brunnen heißt, in einer der ersten Brunnengeschichten, die er dazu erzählt, von drei Brüdern erzählt, die nicht den Mut haben eigentlich. Also da geht es eigentlich gar nicht darum zu springen, sondern wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wird man in den Brunnen herabgelassen. Also an einem Seil. So habe ich es zumindest, so erinnere ich es für mich. Und die ersten beiden Brüder, also die halten es überhaupt nicht aus, schon nach dem ersten Drittel, oh Gott, also das ist für sie schon so beängstigend und so beklemmend, dass sie sofort wieder hochgezogen werden wollen. Und dann sagt eben der jüngste der Brüder, oder der letzte jedenfalls, also so sehr ich auch jammern und heulen und Zähne klappern und sonst was mag, er will auf keinen Fall wieder hochgezogen werden. Sie sollen ihn wirklich bis an den Grund runterlassen. Und eigentlich nutzt der Hubertus Halbfass diese Geschichte als Einstieg für diese Meditationsschule, dass es eben, wie ihr auch schon gesagt habt, ganz viel Mut kostet und auch Neugierde braucht und Beharrlichkeit und manchmal vielleicht auch wirklich so dieses, man muss auch über bestimmte Grenzen wahrscheinlich hinweggehen, um wirklich ganz an den Grund zu gelangen. Das ist ein sehr besonderer Weg, ist ganz an den Grund zu gelangen. Und später ist es so, dass er eben noch viele andere Symbole auch dazu zieht, wie auch das Labyrinth, den Baum und ganz viele andere Symbole noch, mit denen er noch verdeutlicht, was Grund auch bedeutet und wo wir auch gründen können in der Tiefe, ja, weil es ja auch darum geht, in dieser Tiefe auch Halt und Boden zu finden. Ja. Wieso fällt mir jetzt erst der Isolationstank ein? Das hätte ich ja schon längst, das ist beim Isolationstank, gehst du auch ganz tief hinein. Also da bist du durch nichts abgelenkt, alles, was in dir ist, ist da, sonst nichts. Also für mich ist das, ja. Und ich weiß noch, wie ich das erste Mal in einen hineingegangen bin. Der war damals noch viel zu warm und ich hatte Klaustrophobie. Also da würde ich schon sagen, dass auch Mut dafür notwendig ist. Und ich bin die ganze Stunde drinnen geblieben, obwohl mein Puls so hoch war. Der ist noch 2 Tage später höher gewesen. Aber ich wäre nicht herausgegangen, weil ich beweisen wollte, dass auch eine Frau in diesen Brunnen gehen kann
Und ich habe gewusst, Männer sind schon nach 10 Minuten herausgesprungen. Und also das heißt, meine ganze soziale Konditionierung kam zu tragen. Aber beim zweiten Mal dann, wie ich hineingegangen bin, natürlich bin ich ein zweites Mal hineingegangen, war das alles weg. Es ist kurz aufgetaucht, also es ist die Möglichkeit da, klaustrophobisch zu reagieren, aber du musst nicht. Und dann habe ich gesagt, nein, ich muss nicht. Und da bin ich herausgekommen, entspannt und flauschig wie eine Puderquaste. Also ja, es kommt schon auch auf Mut an und Entschlossenheit. Weil sie da gesagt hat, also auch wenn ich jammere und schreie, lasst mich unten und bringt mich ganz hinunter. Ja, finde ich spannend. Und das ist kein Märchen, das ist Realität, was ich hier erzähle. Hast mich ja auch mal da hinein eingeladen und da habe ich festgestellt, dass man ja getragen wird vom Wasser. Ja. Nicht nur, du wirst nicht nur getragen, du kannst dich in alles Wasser auf der ganzen Welt auflösen, hineinlösen. Ja. Ja. Das ist also ja auch sehr symbolisch. Der Tank in Wien ist immer noch vorhanden, den wir damals gebaut haben und wird immer noch gerne besucht und mit sehr schönen Ergebnissen, weil du ja hauptsächlich auf Alpha dann bist und das ist also sehr, sehr schön. Also dann jetzt hast du mir ein Stichwort geliefert, weil also mir ist eingefallen, ich habe auch die Bücher von John Lilly gelesen und das war ja der Samadhi-Tank, der war natürlich in Verbindung des Wasser plus Substanzen, also heilige Substanzen. Und die sind ja, haben ja tagelang sozusagen sich drin aufgehalten. Und jetzt aber zu mir, für mich ist es so, das war ja immer begleitet. Ich habe ja so gut wie nie alleine irgendwas genommen, sondern immer eben in einem Ritual mit Set und Setting. Aber das kostet Mut, weil du nicht aussteigen kannst. Also wenn du das mal sozusagen im Körper drin hast, bis auf den, es gibt vom Ram Dass eine Erzählung, dass sein Guru das sozusagen, der konnte das körperlich, als hätte er nichts genommen, aber eben sozusagen für unser Eins ist es so, dass du einfach wirklich entweder 4 Stunden oder 10 Stunden wirklich in dem Brunnen drin sitzt und gucken musst, was kommt da auf dich zu. Also das ist, erfordert wirklich Mut und ja. Und ist ähnlich eben diese Suche nach Selbsterkenntnis, diese Suche nach Verstehen, nach Heilung wohl auch, aber eben vorwiegend dieses aus einer anderen Quelle schöpfen, aus einer tieferen Quelle schöpfen. Genau. Ja, danke, Anna. Ich habe das Lilly-Buch gelesen, Center of the Cyclone. Und ich habe alle Stellen, wo LSD vorgekommen ist, einfach ausgeblendet. Mir war das überhaupt nicht bewusst, dass man in den Tank gehen kann und noch etwas nehmen. Und meiner Ansicht nach ist es nicht unbedingt notwendig. Aber ja, das waren die 70er, die 60er, 60er und 70er. Genau. Wie seid ihr mit der Zeit? Wann hast du angefangen, Heidi? Also 5 oder 8 nach so ungefähr. Also wir könnten noch ein Momentchen. Was mich immer noch, wir sind jetzt wieder ein bisschen auf Wasser zurückgekommen, aber ich wollte noch mal irgendwie nachfragen nach der Bedeutung von Wasser. Wir haben schon gesagt, werden getränkt und genährt, aber vielleicht kann man da auch noch mehr finden. Also was bedeutet Wasser für dich? Absolute Erneuerung, Erneuerung pur. Also es gibt kein Element, was mich stärker erneuert und befreit als Wasser. Es belebt. Im Wasser ist ursprünglich das Leben entstanden und das Fließen. Das Wasser hilft mir sehr, wenn ich wohne in der Nähe eines Flusses, ne? Und dieses Fließen, wenn ich irgendwo stecken geblieben bin, dann dieses Fließen, das hilft mir sehr, auch im Fluss zu bleiben. Biblisch heißt es das Wasser des Lebens und man dürstet nach dieses Wasser des Lebens und das ist auch bei diesem Märchen, dass diese Frau das erfahren darf,
dass sie das Wasser des Lebens bekommen hat. Und Heidi, das habe ich, möchte ich noch zu dir sagen, wie diese Frau hineingesprungen ist, wie sie im Anfang war sie außer Bewusstsein und dann ist sie bewusst wieder zu sich selber gekommen. Und dann war sie auf einer Wiese ganz weit und also die kosmische Vielfalt der Frühling, tausenden Blumen waren da. Und der nächste Schritt war, dass sie beim Backofen, dass der Backofen ihr gesagt hat, sie soll das Brot herausholen. Das hat mit der Sommerhitze zu tun. Also sie ist und hat alles getan. Also sie dient dann der ganze Kosmos. Und so ist es eigentlich, wenn wir diese Einsicht bekommen, dann ist es ein das Wasser des Lebens. Das erinnert mich jetzt, was Marie Rose sagte, das im Fluss sein, nicht? Das Fließen, Flow, wie man jetzt neudeutsch sagt, nicht? Dass man sich dem hingeben kann und dann finde ich jetzt schön, was Martini sagt, dann kommen die Frühlingsblumen, dann findet man sich in der Weite mit den Frühlingsblumen. Sehr schön. Zugleich ist aber gerade die Frau Holle für mich also auch die Warnung, aus welcher Motivation man in diese Bereiche gehen soll. Und die Pechmarie, die ja eine egozentrische Frau par excellence ist, die also nur aus Berechnung hinunterspringt, um auch Gold und reich zu werden, so funktioniert das nicht. Also du kannst nicht sagen, ich will erleuchtet werden. So funktioniert das nicht. Also es ist schon die Gnade, die dann durch das Loslassen kommt. Eine unwahrscheinliche Gerechtigkeit für mich. Ich finde das fantastisch. Also das ist wunderbar. Und hilft die Neugierde oder ist die einfach so da? Der Wissensdurst ist für mich auch ein Durst, der nur durch das Wasser des Lebens gestillt wird. Also das ist falls du dann ein großer Guru werden willst und viele Nachfolger anziehen, dann wird es wahrscheinlich irgendwann, wie wir ja in letzter Zeit des Öfteren gesehen haben, im Umfeld des integralen Forums, dann klappt das nicht so ganz. Das fand ich jetzt gerade spannend, dieses Stichwort der Wissensdurst, weil in der Homöopathie ist das Wasser der Träger der Information. Genau. Und mir kam noch die Assoziation, das Wasser des Lebens und der Wissensdurst und das Leben bringt uns Wissen. Das heißt, je älter wir werden, haben wir die Chance, mehr zu wissen, mehr zu erfahren und vielleicht dann aus dem Wissen auch noch Weisheit zu machen. Oder zu gestalten, sagen wir mal. Ich weiß nicht, ob man es machen kann. Ja, Birgitta, lädst du uns ein zu deinem Text? Irgendein paar Vorbemerkungen vielleicht? Ja, danke. Ich lade euch gern ein. Der Text ist aus diesem Durst entstanden, wie kann ich in Kommunikation gehen mit einer höheren Ebene, höheren Macht, in persönliche Kommunikation und da brauche ich eine Anrede. Und dann gibt es katholisch, wie ich aufgewachsen bin, die Anrede Herr ist schrecklich und die Anrede Gott hat mir nicht gefallen und die Anrede dadadam und die Göttin in der Weise, wie sie früher war, ist auch nicht das Richtige gewesen. Also da war dieser Durst nach einem Namen und dann an diesem Tag ist mir halt dieser Name gekommen und gleich der Text dazu und den möchte ich euch gerne lesen. Der Name ist der
die Ewige und man kann auch sagen, der Ewige. Das ist wichtig für mich, dass die gleichberechtigt sind, genauso wie bei der Erschaffung des Menschen oder der Menschen. Gott hat ja die Menschen erschaffen in seinem Bildnis, männlich und weiblich. Und dann ist natürlich die Weiblichkeit. Also ich kann auch nicht gegen meine eigene Tradition gehen. Ich kann nicht zu einer Göttin sprechen, die meine eigene Tradition irgendwie negiert oder und ja. Also jetzt lade ich euch ein, ich mache vielleicht ganz kurz still, bevor ich lesen tue. Ich habe jetzt da kein Klanginstrument, aber das macht nichts. Und dann fange ich an. O Ewige, du bist leer, unbekannt, neu und belebend. Du bist geboren aus der Sphäre göttlicher Unverfügbarkeit, aus den Schmerzen und Magien des alten Matriarchats, aus den Kriegen und Kämpfen des Patriarchats, aus dem Nichtwissen, den Verwirrungen und Abgründen, den Klagen und der Not. O Ewige! Du bist sanft, freundlich und voller Macht. Du begleitest uns wie Maria und Jesus. Ruhst in uns wie Buddhas Quell der Lehre und Hingabe. Entfaltest dich aus dem Innenraum der Lebenskraft. Verwandelst Anorganisches dem Lebendigen an. Bist den Pflanzen und Tieren zugewandt und liebst die Menschen, aus deren Herzen deine Stimme spricht. O Ewige, deine Geschichten sind noch nicht geschrieben. Sie entspringen dem Unvorhersehbaren, den Ereignissen, die uns zukommen, bedrohen wie berühren. Sei mir Shechina und Sophia, sei uns die, in deren Seelenkraft die drei Gesichter Gottes leuchten. Lege deine Liebe in mein Inneres und unsere Menschenherzen. Danke, liebe Birgitta. Aus dem Brunnen ist ein Text entstanden, durch dich hindurchgegangen. Sehr schön. Danken wir dem Brunnen, dem Wasser des Lebens. Und ich danke euch, dass ihr heute wieder da wart. Wir sehen uns dann nächsten Monat.